sehr groß ist, wie sich beide Trainer zur heutigen Paarung äußern. Das Mikrofon erhält als erster unser Gästetrainer Adnan Hansiaric vom TSV Berg, der uns die Paarung bitte aus seiner Sicht schildern wird. Ja, guten Abend erstmal und Glückwunsch natürlich an Halbstadt, war wirklich hochverdienter Sieg. Denke ich, waren in allen Belangen überlegen einfach. Ja, man zielstrebiger, zweikampf stärker, letztendlich auch teilweise auch spritziger dann. Wunderschöne Tore gemacht, muss man sagen. Ja, viermal haben wir sie natürlich auch eingeladen. Gerade bei 0-1 war natürlich tragisch, dieser Pass in die Mitte für uns. Ja, ein bisschen Pech vielleicht, das war eine Minute vorher, habe ich halt reguläres Tor gesehen. Schiedsrichter hat dann abseits gepfiffen, ist dann halt so. Aber ich denke, unterm Strich waren wir heute nicht gut genug. Albstadt war ja einfach besser und hat dann natürlich auch verdient gewonnen. Vielen Dank für dieses Statement. Sind Fragen von Seiten der Presse, die ich natürlich auch noch besonders begrüße. Das scheint nicht der Fall zu sein. Insofern vielen Dank an die Adresse unserer Gäste. Wir wünschen nochmals guten Nachhauseweg und viel Erfolg für die nächstanstehenden sportlichen Herausforderungen. Und somit Mikrofon frei für den innerlich, aber auch äußerlich sicher strahlenden FC 07 Trainer Alexander Eberhardt. Wir brauchen heute gar kein Licht, denn wir strahlen wohl innerlich und äußerlich. Alex, bitte. Ja, hallo, zuerst guten Abend. 5-1 Sieg, ich denke, es hört sich klarer Sieg an. Es war aber nicht so eindeutig, wie das Ergebnis gesagt hat. Wenn ich überlege, die 20. Minute, wo der Schiedsrichter abseits pfeift, wären wir 0-1 in Rückstand geraten. Und dann hätte das Spiel einen ganz anderen Verlauf genommen. Im Gegenzug machen wir dann das 1-0, wo Marc Gitzer wunderbar antizipiert und rechts rüber spielt den Pickel und der haut sie unter die Latte. Das war mit Sicherheit spielentscheidend. Was danach gelaufen ist, das hat ja dann auch jeder gesehen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit 2-0 gemacht. Durch den Hackern, die Jungen, muss ich allgemein sagen, die kommen immer besser ins Spiel, sprich Hackern oder auch der Felix, der dann das 3-1 gemacht hat. Das freut mich, weil die jungen Wilden, die gehen immer mehr aus sich raus. Und da haben wir dann schon Qualität mit den Etablierten, wo dann schon 4-5 Jahre Verbandsliga spielen. Da haben wir schon Qualität. Jetzt haben wir in 3 Spielen 15 Tore geschossen. Nee, 13 Tore. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man überlegt, dass wir dann in 9 Spiele davor nur 5 Tore geschossen haben. Es läuft momentan. Wir müssen gucken, dass wir den Lauf so lang wie möglich beibehalten. Es werden auch mit Sicherheit mal wieder andere Zeiten kommen, wo wir gut spielen und dann aber dann doch als Verlierer vom Platz gehen. Aber ja, so wie es momentan läuft, ist es fast zu gut. Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gefühl gehabt vor dem heutigen Spiel, weil die 2 Wochen oder die 2,5 Wochen, wo ich jetzt trainiere, plus der Punkt und der Sieg in Ilshofen gegen Tabellenführer, das läuft alles zu gut. Und da habe ich ein bisschen Respekt gehabt vor dem Spiel, wenn alles zu gut läuft, dann kommt irgendwann mal die Peitsche. Aber dass wir heute jetzt das Spiel 5-1 gewinnen, das ist sensationell. Also Riesenkompliment an die Mannschaft. Es war nicht leicht auf dem schwer bespielbaren Platz zu spielen. Das war ein richtiges Kampfspiel. Und wenn wir die Zweikämpfe angenommen haben, die Aggressivität, die Laufbereitschaft, das war schon sensationell. Und da ziehe ich vor jedem einzelnen Spieler den Hut. Das war eine klasse Leistung. Wir haben Selbstvertrauen, wir fahren jetzt nach Nagold und gehen da auch wieder unser Bestes und es sieht momentan sehr gut aus und ja, ich bin einfach nur happy. Danke. Ja, liebes Publikum, vielen Dank für den Applaus und sind Fragen von der Presse an beide Trainer, die scheinen wohl nicht der Fall zu sein. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich und nochmal alles Gute.
Und bei der Alex, da gibt es jetzt wirklich Grund zu feiern, aber auch von meiner Seite aus Respekt, Dank und Anerkennung an die Adresse unserer Mannschaft, die heute wirklich wieder ganz toll aufgespielt hat, zur großen Freude unserer zahlreichen Anhänger. Wir würden uns sehr freuen, Sie in 2 Wochen erneut begrüßen zu dürfen zur Heimpaarung gegen die TSG Wattenhang und zuvor agiertes Team in Argold. Das war's von dieser Stelle aus. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Freitagabend. Feiern Sie gemeinsam mit uns noch etwas, wie es dann zufrieden nach Hause geht. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Herzlich hier. FC Danke.